Mir ist viel zu warm. Und, Fokus? Und damit herzlich hallo zu, ihr wisst schon was? Na, verdammt, wo ist es? Dem gleichen, was wir immer machen, dem neuesten Unboxing! Ha! Ist das ja auch so dunkel? Moment. So, ich habe mal wieder ein Paket gefunden. Und ich bin voll gespannt, was wir diesmal für eine coole Marvel-Figur da drin haben. Ne? Das ist ja schon die Größe, das müsste wieder eine Marvel-Figur sein. Ich hoffe irgendwas mit kalt, weil draußen ist einfach nur, ich fall gleich vom Glauben ab, wie man so schön sagt. Und genau, jetzt packe ich das hier aus. Wow, ey, voll sorry. Ich habe schon ewig nicht mehr dieses Unboxing gemacht. Irgendwie haben wir gar kein Geld mehr für so einen Mist. Ich weiß ja auch nicht warum. Könnte daran liegen, dass bei YouTube irgendwie kein Geld mehr reinkommt. Aber das könnte auch daran liegen, dass ich nichts unboxe. Was daran liegt, weil über YouTube nichts reinkommt. Das ist ein ewiger Kreislauf. Voll doof. Vor allem, seit dieser dumme Lugion nicht mehr mitmacht. Ist jetzt irgendwo auf Twitch unterwegs. Macht da die ganze Zeit Schickimicki mit irgendwelchen Leuten, die keiner kennt. Und hier ist einfach nichts mehr los. Dann nicht mal auf diesem blöden Let's Play-Kanal macht der mehr was. Vielleicht sollte der einfach mal den ganzen Kram übertragen. Wieder hierher zurück auf den Kanal, damit ihr mich dann auch seht, wenn ich ein Video hochlade. Der doofe Algorithmus. Genauso wie letztens die ganze E3. Da hätte der auch ein Video machen müssen. Hat er nicht gemacht. Und warum nicht? Weil er meinte, er sei müde und kriegt das nicht hin, der blöde Idiot. Aber jetzt habe ich ihn mal gezwungen, hier alles aufzuräumen, damit wir endlich ein Video drehen können. Und ich merke gerade, ich verfalle total in Rage und komme einfach nicht zum Öffnen. Warum komme ich hier nicht zum Öffnen? So. Ich denke, ich kann das jetzt wegpacken. Oh, ja. Wie ist das eigentlich? Hallo, kommt meine Stimme jetzt anders an? Ich denke schon. Oh Mann, das klang wie Peter Griffin. Nee, kann ich toll, ne? Hätte das auch ohne, wenn ich lerne? Nicht so richtig. Lassen wir das. Das sieht wieder richtig geil aus. Das sieht so aus, als wenn ich das jetzt benutze, hier um einmal Kipp-Kipp zu machen, dann habe ich wieder richtig Spaß. Muss ich ja eh nicht aufräumen, muss der andere knutschen. Von daher scheiß drauf. Gelandet. Noch mehr gelandet. Und gelandet. Und Briefe, die keiner braucht. Und so. Egal, wir haben heute die Motte von DC of War. Ich dachte, wir haben eine Marvel-Figur, keine DC-Figur. Na, ist ja auch egal, wir haben die Motte. Das ist bestimmt ein voll cooler Superheld. Ne? Das sind ja heute Superhelden, macht man immer aus komischen Tieren. Also nehmen wir jetzt einfach mal die Mottenfigur. Ne? Ist bestimmt voll der coole Kämpfer. Der kann dann. Oh, ist das voll der Porno-Kämpfer? Kann der den anderen Leuten die Klamotten wegmachen? So ein Motten-Dings? Ich habe da letztens auch so einen Film gesehen. Da gab es auch voll krasse Motten. Aber das wäre jetzt irgendwie ein Spoiler, glaube ich. Also lassen wir das lieber. Das muss denn der Lumion wieder machen in seinen komischen Film-Reviews, wenn er die irgendwann mal wieder bringt. Da hat er ja auch schon ewig keine Menge gebracht. Ich weiß gar nicht warum. Der sollte mal wieder öfters ins Kino gehen. Voll mies, ey. So, ich benutze schon wieder das Messer, aber irgendwie falsch. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich bin raus aus dem Ganzen. Da wirst du doch blöde bei. So, jetzt ist hier ein Schlitz drin. Jetzt kann ich nochmal mit dem Messer in den Schlitz eintauchen. Ist ja immerhin der Mottenmann. Und pass auf, jetzt. Voll der coole Trick. Ist ohne Messer aufgerissen. So. Jawohl. Hier noch ein kleines
Stößchen rein. Ja. Bin ich mal gespannt. Die Kiste sieht irgendwie schmaler aus als sonst. Sonst sind auch diese Hot Toys-Figuren immer richtig krass groß. Und plopp, tada! Und noch mehr tada. Das ist jetzt also der Mottenmann, der sieht irgendwie komisch aus. Also, ich habe mir da mehr sowas wie einen Schmetterling vorgestellt, einen ziemlich hässlichen. Aber irgendwie hat der nur so ein Oberteil und dann hier so einen Kopf und darum so einen Ring. Und um den Ring noch so zwei Arme runterhängen. Das ist irgendwie... Das sieht auch alles viel mehr nach Sand aus und nicht so nach Motten-Superheld von DC. Verstehe ich nicht. Seit wann sind da so eine Tüten drum? Da brauche ich ja schon wieder das Messer. Mano. Aber gut, dann üben wir das wenigstens mit dem Messer. Jetzt aber. Oh. Habt ihr das gehört? Und auch damit weg. Wie hielt denn jetzt diese Kiste hier auf? Ich bin ein bisschen irritiert. Warum kauft der Typ denn irgendwelche sandaussehende Zeug? Hat er letztens schon mit Lego gemacht, aber irgendwie ist er bis heute nicht dazu gekommen, diese Lego-Videos zu machen. Der muss mal wieder was machen. Es klappt. Das ist wie bei dem Jack Sparrow damals. Weil ich nicht weiß, ob ihr davon genug seht. Wie ist jetzt? Ist jetzt besser? Ich habe keine Ahnung. Diese Kameras. Ich weiß sowieso nicht, warum wir die andauernd nehmen. Ich habe ein Handy, das wäre viel einfacher. Aber nein, hat der Logion gesagt, mach das bitte mit einer richtigen Kamera. Vielleicht sieht das Video dann ja mal gut aus. Ich weiß auch nicht, was der hat. Ich finde, die Videos sehen gut aus. Das sollte ich nicht immer so haben. Na, es sind mir zu viele Einstellungen. So, also, wir klappen das jetzt auf. Und... Puff. Ein super flexibler Body. Was hat denn der schon wieder gekauft? Oh. Ist das vielleicht gar kein Mottenmann, sondern eine Mottenfrau? Gebrauchsanweise braucht keiner, genauso wie das hier keine braucht. So. Und es ist... Moment. Das ist wirklich eine Frau. Ohne Kopf. Okay. Das sind aber die Flügel von der Mottenfrau. Das hier ist wohl der Mottenstab. Damit kann man dann, keine Ahnung, Stabs machen. Oh, das habe ich letztens gesehen bei so einer Figur, die der Logion designt hat. Da gab es auch so eine komische Axt. Das war dann irgendwie, ich weiß nicht, von so einem Käferkämpfer. Ich habe da nicht mehr ganz durchgesehen, aber auch weg damit. Guck mal, hier ist sogar ein geiles Schwert dabei. Wow, Schwert, yeah. So, was haben wir hier? Oh, hier, Mottenkugeln bei der Mottenfigur. Das ist richtig gut. So, und hier hinten haben wir jetzt das Hinterteil von der Figur. Mal raus hier, komm, meins. So, den ganzen Schaumstoff, den machen wir hier weg, den braucht keiner. Boah, voll geil. Guck dir mal das hier an, ey, das ist voll der krasse Körper, den kann man sogar, glaube ich, bewegen. Ah ja, ich muss ja weiter unboxen. Was haben wir hier noch? So, da ist ein Messer, das brauche ich nicht mehr. Das ist eine sehr, sehr komische Hand, die hier dabei ist. Was haben wir noch so dabei? Noch eine komische Hand.
noch eine Kumpel, die sind ganz viel, hat die auch normale Hände, die Figur? Die sehen alle irgendwie komisch krallenmäßig aus, wie so ein Dinosaurier oder so. Ist der Mottenmann, also die Mottenfrau, ist das vielleicht einfach eine Mumie? Das könnte sein, ne? Mit dem ganzen Sand, vielleicht ist der Mottenmann, Frau irgendwie, also vielleicht ist das eine Mumie. Guck mal, hier ist auch ganz viel. Ja, doch, das ist voll ägyptisch, oder? Deswegen ist das hier alles so sandfarben. Dann haben wir da noch die komische Figur und das hier ist leer. Habe ich immer noch keinen Kopf gefunden, ist das Problem. Es müssen so komische Hände sein. Guck mal, wie das aussieht. Ganz staubig. Darf man die überhaupt anpusten oder gibt es schon wieder irgendwelche Abstandsregelverstöße? Ich habe keine Ahnung. Wie sieht das eigentlich hinten aus? Boah. Sieh das mal an, wie du da krabbeln kannst. Das ist ja... Was hat denn der sich da bestellt? Ist eingezogen, aber sofort. Und hier ist dann wahrscheinlich keine Statue, sondern der Kopf. So, keine Tüte über den Kopf, Kinder, das wisst ihr ja, das ist doof, das macht selbst ich nicht. Und, so, wie sieht sie denn aus? Hä? Die den falschen Kopf dazu gepackt, oder was? Nein. Nein. Okay, das ist wohl der richtige Kopf. Der komische Lugion hat sich offenbar so einen komischen Furry hier bestellt oder so. Ich weiß zwar nicht, ob das immer noch der richtige Name ist, weil die ja Federn hat, offensichtlich. Aber wer drauf steht, kann der behalten, die Figur. Keine Lust mehr zum Weiter auspacken, soll er selber machen. Ich wollte eine Marvel-Figur auspacken, Scheiß hier.